Sascha sitzt hier immer noch komplett sprachlos neben mir nach diesem unfassbaren Ende von unserem Tag Team Title Match. Aber Tag Team Title, das Thema ist jetzt abgehakt. Er ist da, wo er hingehört. Er ist zwar rot, aber im Herzen ist er blau. Genau wie diese Frau natürlich im Herzen blau ist. Das ist quasi Wrestling Royalty, was wir hier sehen. Charlotte Flair, die sie jetzt hier mit Ronda Rousey um die SmackDown Number One Contendership prügeln wird, falls, und das ist das große Falls, Bianca Belair sich nicht durchsetzen kann gegen Becky Lynch im späteren Verlauf des Abends. Ja, das wird interessant. Ja, was gerade passiert ist, es passt das SmackDown. Warum auch wichtige Sieg zu finden, was hat man, wenn man doch gewinnen kann? Warum nicht gewinnen, wenn man doch gewinnen kann, Sascha? Wer hat die Titel? SmackDown hat die Tag Team Title. Aber gut, wie gesagt, das Thema ist hiermit auch abgehakt. Ich verspreche es nicht noch 5000 Mal zu erwähnen, dass also SmackDown die Tag Team Titel gewonnen hat. Das wollte ich nicht nochmal erwähnen. 4000 Mal war. Ja, wie gesagt, genug der Erwähnung, dass SmackDown die Tag Team Titel jetzt hat. Die Frage ist, können sie auch den Women's Title bekommen oder sehen wir schon bei unserem zweiten Pay-Per-View vielleicht Rousey gegen Becky, das Match, was uns in echt ja verwehrt geblieben ist, oder mal wieder Charlotte gegen Becky. So interessant. So, hier ist die böseste Frau des Planeten, so nennt sie sich, oder die baddest bitch on the planet. Sag's bitte auf Englisch, das hört sich doch ein bisschen besser an. Ronda Rousey, was ein Star. Ja, anders kann man es nicht beschreiben. Eine Naturgewalt, die allerdings sich gegen Bianca Belair nicht durchsetzen konnte. Ja. Die auch Charlotte nicht konnte. Also, falls Bianca Belair jetzt hier den Titel gewinnt, dann ist dieses Match einfach hinfällig. Dann haben die beiden nichts, das wissen sie auch. Sie waren einfach beide so frustriert und überrascht davon, dass Bianca Belair sie übertrumpfen konnte, dass sie jetzt hier nochmal dieses Second Chance Match quasi gefordert haben, für den Fall, dass, wie sie beide erwarten, dass Bianca Belair einfach nur ein One-Hit-Wonder ist. Aber das werden wir später am Abend herausfinden. Jetzt sehen wir erstmal Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Und Ronda legt direkt gut los. Mit dem Slam. Direkt in die Head Scissors. Sehr interessant. Hier keine halben Sachen auf jeden Fall. Nein, startet die immer sehr exklusiv, aber läuft hier ins Knie rein. Was eine Close Line. Rippen. Sehr schnell das Match hier, beziehungsweise der Start. Oh. Gut. Wunderschöner Suplex. Jetzt. Charlotte feiert sich hier ein bisschen zu lange, glaube ich. Aber, wunderbar, was sie trippt nicht. Jetzt Charlotte. Side-Dash Sweep. Und jetzt vielleicht schon der Ansatz. Nein. Leg DT. Aber. Jetzt gut von Ronda Rousey. Also unfassbar high-paced dieses Match. Hier, die beiden schenken sich rein gar nicht. Die wissen, es geht hier um alles. Und selbst aus eigener Kraft können sie im Moment nicht alles erreichen. Deswegen brauchen die das kleine Quäntchen Glück nach diesem Match auch noch. Yep. Ich glaube, das sind dann so die zwei einzigen oder am Ende die einzige, der einzige Member des SmackDown-Rosters, das tatsächlich für Raw sein wird. So, also es ist ein SmackDown-Match, also wahrscheinlich Sieg durch Countout. Was anderes kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen. Oh, ja, kann man natürlich nicht sagen. Es geht nur darum, dass man am Ende das weder in der Tabelle stehen hat, wie übrigens New Day es hat. Also, sie sind nämlich gerade eben Tag Team Champions geworden. So. Ich weiß nicht, ob ich es bekommen habe. Nur so als kleine Erinnerung. Und jetzt der Neckbreaker von Charlotte Flair. Von den Seilen. Jetzt geht sie jetzt auf die Beine. Mr. Charlotte für sich nutzen. Up. Aber das kann sie nicht für sich nutzen. Und oh, Ronda bringt sie einfach zu Boden. Und das Cover. Es wird hier noch nicht reichen. Nein. Kann sich hier noch nicht durchsetzen und Charlotte steht auch direkt wieder. Und oh! Angle Slam! Da holt sie den Olympic Slam oder den Angle Slam aus dem Nichts. Aber Charlotte Flair steht direkt schon. Was ein Elbow! Und da braucht Ronda erstmal eine kleine Pause, aber das wird Charlotte ihr nicht geben.
Da wird sie jetzt wahrscheinlich vom Apron runter befördern. Yep. Mit dem Spear. Sie ist da ein bisschen intelligenter als Big E, der übrigens gerade die Tag Team Title gewonnen hat. Sie schmeißt sich nicht mit durch die Seile. Das ist natürlich smart. Charlotte lässt sich feiern. Genau wie ihr Vater. Oh. Wieder dieser Suplex Slam. Schmeißt da Ronda Rousey ja, durch die Halle schon fast. Jetzt geht's da wieder in den Ring. Und Spear! Und Spear? War's das schon? Ist das schon die Endphase? Jetzt der Coverversuch, es wird noch nicht reichen, denke ich. Zwei, nein. Aber sie ist jetzt auf jeden Fall bereit, hier den Figure 8 anzusetzen. Und Rousey liegt auch noch. Oder die Natural Selection, ich weiß nicht, worauf sie jetzt hier gehen möchte, denn Submission sind vielleicht gegen Rousey nicht das Intelligenteste. Die hat in der UFC natürlich unfassbar viel Schmerzen schon ausgehalten. Ja, so ist es, aber ja, was soll man überhaupt gegen Rousey wirklich zeigen? Das ist die Sache, ich meine, sie hat einen Haufen Ausdauer und sie hat in der UFC so einiges wegstecken müssen. Ja, es ist schwer, sie zu besiegen. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen, aber... Wheelbarrow. Charlotte, kennt sie da aus? Facebuster. Jetzt sollte da, glaube ich, der Ansatz kommen. Sie steht an den Beinen. Überlegt jetzt allerdings nochmal anders, oder? Geht sie zu den Beinen? Ja, sie geht an die Beine. Oh, nein! Oh, Rousey kontert. Rousey kann hier nochmal kontern. Will jetzt ihre Armbar zeigen vielleicht, aber... Oh, das ist smart. Ja, das muss man sagen. Aber Rousey hat Fate damit schon gerechnet. Oh! Da ist diese wunderschöne Roll-Through-Clothesline von Rousey. Außerhalb des Rings. Wer kann jetzt hier großen Schaden jemandem zufügen? Niemand, weil es direkt wieder in den Ring geht. Ich glaube, Rousey möchte es jetzt hier schnell beenden. Ja. Das wäre auch nicht verwerflich. Jetzt treffen beide nicht wirklich. Charlotte mit dem Back-Suplex. Oh, wie sie da von der Matte wieder wegbounced. Jetzt geht sie auf Arme. Jetzt die Natural Selection vielleicht? Nein. Geht in die Head Scissors. Will jetzt hier Ronda Rousey vielleicht Rousey los? Kämpft sich da raus. Ja, das reicht natürlich nicht, um eine Ronda Rousey zu Boden zu bringen oder da zu halten. Oh, was ein Band. Und jetzt, Whippen. Rousey mit. Shoulder-Tackle. Oh. Jetzt könnte hier dieser Samoan Drop kommen, dieser Ronda Drop. No. Kommt die Arbar? Ja, sieht ganz so aus. Ja. Was für eine Transition in die Arbar. Wunderbar, aber nein, schade, tappt nicht. Da war sie wohl mit dem Fuß am Seil. Die langen Beine von Charlotte helfen ihr nochmal. Jetzt erneut der Ansatz zur Armbar. Aber da kommt aber sie nicht. Charlotte kämpft. Sie kämpft dagegen an, aber mit voller Kraft. Und sie zieht er nochmal nach, um irgendwie in die Armbar zu kommen, aber sie schafft es nicht. Aber auch das macht schon Schaden, drückt hier immer wieder die Schulter durch. Boah, aber gibt's da doch auf. Aber... Sieht doch nicht aus wie das Ende. Schade, hat auf jeden Fall viel Schaden hier genommen. Clothesline. Noch eine Clothesline. Dax Under. Jumping Clothesline. Jetzt dreht Rousey Ronda Rousey hier richtig auf. Und den Move meinte ich. Dieser Ronda-Driver. Das könnte es gewesen sein. Schickt Charlotte hier auf die Matte. Was das? Aber an. Der Ref braucht lange. Eins, zwei. Nein. Kickout. Kommt Charlotte tatsächlich nochmal rauf. Aber oh. Direkter Ansatz. Und Charlotte läuft einfach nur in die nächste Attacke hinein. Diese wunderbare Transition. Das sieht einfach großartig aus. Aber an den Sachen. Ja, ich sehe es jetzt sagen. Schon. Ja. Kommt sie wieder in die Seile. Aber Charlotte muss ja auf jeden Fall unfassbar viel einstecken. Geht direkt wieder in den Ring. Deswegen Neckbreaker. Und versucht jetzt mal vielleicht hier den Konter einzuleiten. Aber ist das jetzt der Zeitpunkt, um groß rumzutanzen? Sie hat irgendwas vor. Jetzt kommt sie mit der Closer-Serie. Und auch sie, Dark Thunder. Genauso wie Ronda Rousey. Jetzt das Bier, jetzt könnte das Bier kommen. Nein! Oh, Uppercut! Oh! Versucht hier die Hurricane, aber wird gekontert. Mit dem Faceplant. Und jetzt der Bitch Slap.
Jetzt kommt hier der Figure Eight. Aber nein, noch nicht. Wenn, dann wäre es sehr nah am Seil gewesen. Ich kann sagen, erkennt da in der Drehung, dass Rousey einfach direkt an den Seilen liegt Spear. Und Spear. Jetzt trifft er. Kann und gewesen jetzt, sein. Das könnte es wirklich gewesen sein für Ronda Rousey. Nein, Charlotte feiert sich nochmal. Ist denn da die Zeit dafür? Ich weiß es nicht. Oh, nein! Oh. Das sollte man da wird der Ansatz zum Figure 8 gekontert. Das könnte Rousey jetzt nutzen und oh, stretcht hier nochmal die Arme. Der Referee denkt sich, nein, das zähle ich nicht an. Vielleicht hat er auch Angst vor Rousey. Kann natürlich sein. So, was zeigt Ronda Rousey jetzt? Sie wartet darauf, dass irgendwas passiert, tritt sie jetzt nochmal und wieder auf die Arme. Wenn jetzt die Arme... Oh Gott. Wenn sie jetzt nochmal die Arme ansetzt, könnte es hier einfach vorbei sein für Charlotte. Ja, durchaus. Kommt der Ansatz zur Armband? Nein. Hat sie schon so genug Schaden angerichtet, dass das Cover hier durchgeht? Nein. Kipp-up! Kipp-up von Charlotte, aber nein, Wonder Woman ist schneller. Arm-Drag. Und damit hat sich das ganze Momentum von Charlotte Flair auch schon wieder erledigt, denke ich mal. Auf den Arm? Nein, Konter. Oh. Kommt sie, Natural Selection. Da kommt sie! Jawohl! Natural Selection! Und kann sie jetzt hier mit sich herausselektieren als Pure Blood, als Wrestling Royalty. 1, 2, nein! Und das bei 2, ja, 2,1 oder so. Es da, hat Rousey noch, da hat Rousey gar nichts, da hält sie gar nichts von hier schon niederzugehen. Whipple in die Ringecke. Boah, was ein Double Knee hier, was eine Schlacht. Jetzt könnte der Ansatz kommen. Nein. Und nochmal auf die Beine. Also diese beiden Damen schwächen sich hier die entsprechenden Körperteile schon sehr. Knee Drop. Jetzt könnte nochmal der Figure 8 kommen. Spear zum dritten Mal in diesem Match. Und das wird es gewesen sein. Da wird Rousey jetzt nicht rauskommen können. Setzt das Cover das an. Das würde mich schwer wundern. Der Ref braucht aber sehr lang. 1, 2... Trotzdem. Nein. Der dritte Spear ist hier der Nagel im Sarg von Ronda Rousey und Charlotte Flair ist damit die mögliche Number One Contenderin, wenn es Bianca Belair nicht schaffen sollte, zu dem Zeitpunkt des Abends schon den dritten Titel dann wahrscheinlich zu SmackDown zu holen, denn gleich werden wir Continental Championship Match sehen, in dem den Titel zu SmackDown holt. Das träumst du zumindest von, ja, das... Ja, der Sascha, der denkt jetzt hier von Träumen, der hat immer noch seinen Albtraum vom vorherigen Match da. Das hat er immer noch so im Hinterkopf, deswegen redet er hier von Träumen. Aber gut, damit hat sich dieses Match hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant dargeboten, denn lange konnte man nicht sagen, wer sich hier durchsetzt. Charlotte Flair tut es im Endeffekt dann, lässt sich hier feiern. Wir geben Charlotte diesen Moment und springen nach dieser Feier direkt ins Intercontinental Championship Match. Endlich wieder. SmackDown. Ja, SmackDown muss man einfach zuerst nennen. SmackDown gegen Raw.